Hallo und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Elden Ring. Erstmal hier gucken, was hier so ist. Nicht, dass mir hier noch irgendwas entgeht. Okay, da ist wieder so ein Möchtegern-Riese. Weiß ich jetzt nicht, ob ich den mit... Ne. Erstmal das Vieh erledigen. Der Krieg gegen die Riesen. Die Helden ziehen in die Schlacht. Der Verrat der Trolle. Das Feuerlicht, das Zeitalter des Erdenbaums beginnt. Okay, die Trolle sind also alle böse. Also die Trolle sind gerade, ist gerade das Vieh, was wir gerade besiegt haben. Das mit der Kordel ist einfach nur dafür, dass man schneller die Waffe verzaubern kann. Ist da ein Item? Wenn da kein Item ist, brauche ich da nicht hinzugehen. Vorsicht vor Klippe. Ach so. Wenn da kein Item ist, lohnt es sich nicht, dahin zu gehen. Ah, hier. Zum Glück kann die nicht hier rüber. Okay, das sieht aus wie ein Battlefield. Der Schnee wird immer schlimmer. Oder stärker, besser gesagt. Wir können hier aber nichts rufen. Das heißt, entweder kommt ein NPC-Battle. Gerade das wäre eine Höhle. Also um die Kirche hier rum ist nix. Außer so eine scheiß Lili wieder. Okay, hier ist nix. Gar nix. So weit kommt hier. Fluch des Todes. Okay, wir gehen mal runter. Fluch des Todes, let's go. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ja, wir drehen uns. Wie so eine Uhr. So, und für uns geht es dann später hier weiter. Bis halt nach ganz hier hinten. Okay. Es wundert mich schon, dass bei drei von den Dingern keine Fackeln leuchten. Grab des heroischen Riesentöters. Okay. Das machen wir doch direkt.
Stufenaufstieg? Nee. No way. Aber warte, stopp. Wir entfernen mal den Zauber. Du kommst weg. Du bleibst. Du bleibst auch. Haben wir noch irgendwas anderes, was wir nutzen könnten? Stimmt, wir könnten die hier nutzen, ne? Mittlerweile, weil wir Arkan haben. Wir könnten auch die stärkeren Giftdinger holen. Scharlachfäule von oben. Ist das stärker dann, weil das mehr braucht? Ich pack das mal dahin. Dann testen wir es mal direkt. Also, ich kann damit mehr reindonnern. Ich glaube, ich werde das auch behalten. Ja. Weil mit dem anderen kann ich... Bleibt mir fast noch so die... So ein Drittel des Manas übrig. Ist zwar nice irgendwie. Aber wenn ich diese Attacke benutze, ist es mir egal, wenn ich danach einen Mana benutzen muss. Aber wie gesagt, ne? Wir gönnen uns das. Erstmal... Ich muss jetzt mal gucken, was hier für ein Vieh auf uns wartet. Flame Protect Me? Wait. Das hört sich interessant an. Vielleicht sogar so interessant, dass ich es ins Setup nehme. Weil wir haben Flamme, gibt mir Kraft. Und Flamme heile mich, deswegen. Genau, Scharlachfeuer und Gift und erhöht Feuerschaden. Naja. Naja. Hätte ja auch was Cooles sein können. Zum Beispiel wie entfernt Todespest oder irgendwie. Oder entfernt alles einfach. Okay, da scheint ein geheimer Gang zu sein. Objekt voraus. Hier gibt es nur zwei Objekte einfach. Och ne, sowas wieder. Solange nicht diesen komischen Rollviecher kommen. Ach so, sowas auch noch. Ja, moin. Ja, der braucht eh erst eine Zeit, bis er sich aktiviert. Deswegen einfach durchrennen. Ciao, Mistvieh. Okay, hier geht's wieder runter. Ich hole mir aber erstmal die Lilie hier hinten. Können die eigentlich lebendig werden? Sieht echt crazy aus, nämlich. So, es geht unten weiter und es geht oben weiter. Okay, jetzt schon mal Feuer.
Okay. Lauf, 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 lauf. Ich dachte eigentlich, der aktiviert sich. Ciao. Oh, hier ist wieder ein... Oh, Frostfett könnte gegen die effektiv sein, tatsächlich. Sollen wir mal eins nutzen? Einfach just for fun. Wir haben so viele von denen. Ah. Hier kommt man nach oben. Okay. Muss das aktivieren, damit da oben ein Lichtkreis entsteht, aber weiter geht's da oben nicht. Okay, ja, interessiert mich jetzt nicht. Gehen wir weiter. Okay, das könnte auch wieder ein Bait sein. Unten könnte es wieder weitergehen. Oh, es geht nach unten. Ach so. Ja, okay. Aber nicht weiter. Es geht nicht weiter nach unten. Okay, hier kommt wieder so ein Lichtschein. Hier ist ein riesiges Tor. Mhm, okay. Das heißt, wir müssen erstmal irgendwie da hochkommen wahrscheinlich. Und ich wette, es geht mit dem anderen Weg, weil hier musste ein Licht hinkommen. Der bewacht wahrscheinlich auch den Eingang. Okay, dann müssen wir leider zurück. Es gab ja noch den zweiten Weg. Bis hierhin sind wir schon mal durch, aber ja. Mal testen, ob da was ist. So, und der zweite Weg ist hier. Ja, ich weiß. Okay, hier gibt es keinen Weg. Kommt doch mal her. Ciao. Okay, jetzt kann ich mich in Ruhe hier unten umsehen. Aber hier ist kein Secret. Das heißt, wir müssen an dem Riesen vorbei. Natürlich. Wir müssen ernsthaft an dem Riesen vorbei. Okay, finde ich nicht so geil.
Heilen lohnt sich. Hamme versuchen, ja. Tja. Okay, unten muss ich weiter. Große Gräbertal-Lilie. Oh, das ist die erste, die wir bekommen. Siegel des Riesen. Mhm. Flamme der Riesen. Ja, okay. Also das ist alles, was mit Feuermagie zu tun hat, wahrscheinlich. Ja. Da geht's lang. Erstens umkehren. Und ein wertvolles Objekt muss ich noch da. Ist mir egal, ich gehe jetzt hier runter. Kommt doch selber raus, oder? Verborgener Pfad. Kein Geheimnis. Ach so, wow. Kristallversuchen. Kristallversuchen? Es gibt Glühsteine, stimmt. Vielleicht hilft das. Das kann natürlich sein. Hier, die hier. Nee. Hier, da. Das was? Nee. Du bist sehr langsam, mein Freund. Ach, scheiße. Ciao. Stimmt, das könnte wirklich... Das ist ein Aufzug. Hä? Das ist bestimmt ein Aufzug. Ja, komm her. Sehr schön. Ja, komm. Haha. Ciao. Ciao, ciao, du kleiner Hund. Und? Heilung anbieten. Ach so, wegen dem Licht und Dunkel, ja. Also das ist ein starker Dungeon, weil du kriegst hier die letzte Stufe der Gräbertal-Lilien. Du kriegst Stufe 8, Stufe 9, Stufe 7. Also es ist schon ein stärkerer Dungeon, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt von nach den Items gehen würde. Von den Gegnern her geht's bisher.
Ist halt nur nervig, mit dem Dunkelscheiß zu arbeiten. Okay, wo ist hier ein Hebel? Hä? Hä? Hier muss doch ein Hebel sein. Wo ist hier ein Hebel? Also ich gehe jetzt ganz sicher nicht wieder hier runter. Na, kannst du knicken. Ich habe vergessen, dass es da sehr tief runter ging. Ich hatte nicht gedacht, dass das so tief war. Ich bin einfach gerade so, ach ja, ist ja nicht so tief, ich spring mal da rein. Ja, ne. Ja, heroischer Riesentöter. Mhm. Funktioniert nicht. Ich habe natürlich nicht die Rune aktiv. Mache ich aber direkt. Nach da oben brauche ich nicht. Ey, wo ist denn der scheiß Hebel? Hebel! Das wundert mich jetzt echt. Den Aufzug nach oben schicken zuerst. Ich schick den mal hoch und guck mal, ob hier was kommt. Aha. Okay. Dann können wir den ja jetzt besiegen. Ja, warte. Den brauche ich nicht zu kämpfen. Ich gehe mir nur meine Runen holen. Ja, wo haben wir die denn verloren? Hier, ne? Ciao. Zum Glück können die uns nicht erwischen hier. Das war echt eine Riesenleiter und ich jumpte einfach so runter. So, der Riese hat uns ja schon gecountet. Ach, der ist nicht da, der ist nicht weitergelaufen, noch du Idiot. Komm her. Hey. Ja, komm her. Oh Gott. Hui. Hi. Na?
nice. Tür hat sich geöffnet, das heißt, wir können jetzt zum richtigen Boss Battle. Oh yeah. Wuhu. Mal gucken, was hier noch ist. Ach so. Sonst fuckt mich das gleich wieder ab. Ich finde das mega unpraktisch, nämlich 5000 Millionen Items da unten drin zu haben. So, wir holen als erstes die Asche. Hey, den haben wir doch schon besiegt. Das Samos-Set haben wir bekommen. Was war das denn wieder für ein Luschenboss? Ach Mann. Es war wieder so eine Lusche. Also. Der konnte zwar ein bisschen mehr als dieser orange Wolf damals, aber das war ein fetter Dungeon, ja? Nicht so riesig, einfach nur ein bisschen weitläufig. Die Gegner waren okay. Aber dann so ein Luschi-Boss. Naja, was soll's. Grab eines heroischen Helden. Glaube ich nicht. Egal. So, wir sind fertig. Wir sind hier rund rüber gejumpt, ne? Hier das ganze Gebiet unten haben wir durch. Stimmt, ne? Oder? Wir haben alles gemacht, ja. Das heißt, wir können auch wieder zu dem Lager zurück. Und dann geht's weiter mit der Erkundung. Wir haben ja noch einen Dungeon, ne? Ja. Ich mach jetzt erstmal Ruhm nutzen. Müsste hoffentlich reichen für ein Level Up. Jo, reicht perfekt. Wie gesagt, Glaube auf 40 ist das Ziel. Und wenn das nicht geil ist, dann... ja. Lassen wir das. Wie gesagt, ich setze meine Hoffnung alles auf die Eldenringe. Eldenringe? Auf die Eldensterne. Die stärkste Glaubensattacke, die es gibt. Ich hoffe es einfach mal, dass es gut wird. Und wenn nicht, ja, dann... Dann halt nicht. Dann werden wir komplett... zu Renala gehen, umskalieren, reborn oder umskalieren, ich weiß es nicht. Umskalieren muss man machen, ne? Nicht reborn. Ich glaube, dann kannst du eine andere Klasse wählen. Könnten wir auch machen. Dann gehen wir auf eine, die am meisten Geschicklichkeit hat. Obwohl eigentlich ist mir die Klasse nicht so wichtig. Blöde Pferd, ne? Der droppt einen Dunkelschmiedestein 7? Ja, moin. Och, ein Kackvogel. Oh, hi. Ey, was hat er denn für eine Range? Stirb doch einfach.
Hey, warum trifft das nicht? Alter, diese Krüppelhand, ne? Scheiß Dreckshände. Meine Fresse, sind die nervig. Könnt eure scheiß Dunkelschmiedesteine auch behalten. Interessieren mich sowas von überhaupt nicht. Oh, ich gehe die nicht bekämpfen, ne? Fick mich. Fick mich. Ne, mach ich nicht. Wärmender Stein. Ja, ihr könnt gerne gegeneinander kämpfen. Habe ich keinen. Wir können ruhig gegeneinander kämpfen, habe ich kein Problem mit. Da pennt noch ein Riese. Muss mal gerade gucken, wo wir sind. Okay, das Gebiet haben wir abgeschlossen. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.